Wir sind hier im Bezirk Tempelhof-Schöneberg. Hier baut die HOWOG 5 Schulbaumaßnahmen. Wir sind hier bei der ersten Schulbaumaßnahme in der Eisenacher Straße im schönen Mariendorf, wo die HOWOG den ersten Schulbau hier im Bezirk errichtet. Es ist ein sehr spannendes Projekt. Es ist nicht die größte Schule, die wir errichten, aber es ist eine sehr komplexe Schule. Wir haben 600 Schulplätze. Wir freuen uns sehr, dass neben der 6-zügigen integrierten Sekundarschule auch eine Freisportfläche entsteht sowie eine Doppelsporthalle. Diese wird nicht nur für den Schulsport nutzbar sein, sondern auch für die Vereine und die Sporttreibenden hier, sodass wir hier eine Win-Win-Situation haben. Wir haben hier eine Erdwärmeversorgung für die Schule. Das wird dann über eine Wärmepumpe für die Wärmeversorgung genutzt. Das ist super wichtig, weil wir uns damit ablösen von den herkömmlichen Versorgungen mit Energie. Zukunftsweisend auch und sehr nachhaltig. Weil Schule ist halt heute anders wie vor 20, 30 Jahren. Wir haben immer heterogenere Klassen und darauf müssen auch unsere neuen modernen Schulgebäude eben ausgerichtet sein. Das ist unser Konzept der Team-Modernhäuser mit, wir besetzen das auch immer gerne, das sind so mehrere kleine Schulen innerhalb eines großen Schulgebäudes. Das heißt moderne Schulplätze, das bedeutet für mich modernes Lernen, digitales Lernen, gemeinsames Lernen, aber gleichzeitig in einer Compartment-Schule auch der Gedanke der Beziehung. Auch unsere Lehrkräfte brauchen moderne Arbeitsplätze. Auch das ist nicht mehr so wie früher, ein Lehrerzimmer und dann ist gut. Nein, auch da brauchen wir die modernen Arbeitsplätze und das leistet unser Konzept. Die Verlässlichkeit ist wahnsinnig hoch und das ist gerade im Schulbau so wichtig, weil es macht halt einen entscheidenden Unterschied, ob ein Schulgebäude zum Schuljahresbeginn fertig wird oder 3 Monate später. Als dann die Aussage kam, wir werden es, die in dieses neue Gebäude ziehen und das Gebäude hat einen klaren Zeitplan, war total viel Freude, ganz viel positive Energie da, ein unheimlicher Motivationsschub. Und das zeigt sich auch bei uns im Schulalltag. Die Kolleginnen und Kollegen packen an, wo es geht. Wir bereiten uns auf diese neue Situation vor. Und gerade auf Schülerseite auch die Freude daran, endlich mal was Neues zu haben und nicht so eine alte Schule, was Neues ausprobieren zu können und erleben zu können.